willkommen zum zweiten Teil der Vorlesung Biologische Psychologie zur zweiten Sitzung. Wir haben im ersten Teil der Vorlesung kennengelernt, was denn alles in so einer Zelle an Organellen drinsteckt. Und jetzt wollen wir einen Schritt weitergehen und uns die einzelnen Strukturen von so einer Zelle angucken. Ganz wichtig dabei als erstes ist das sogenannte Zytoskelett. So eine Zelle, so eine Nervenzelle, das ist erstmal eine relativ formlose Struktur. Wir hatten ja besprochen, diese Zellmembran ist eine Phospholipid-Doppelschicht. Das ist wie so ein Fettauge auf eine Suppe, das hat erstmal keine sonderlich bestimmte, schon sonderlich definierte Form. Und um so eine Zelle Form zu geben, brauchen wir ein sogenanntes Zytoskelett, brauchen wir also Strukturproteine im Inneren der Zelle. Dieses Zytoskelett, das sind wiederum Proteinfäden. Wir erinnern uns nochmal, Proteine, das sind so aneinander gekettete Aminosäuren, die dann eine ganz bestimmte dreidimensionale Struktur haben. Wenn ich jetzt diese Proteinfäden wiederum in eine ganz bestimmte räumliche Struktur bringe, dann bekomme ich drei unterschiedliche Klassen von Fäden, von so fadenartigen Strukturproteinen. Da haben wir zum einen die sogenannten Mikrotubuli. Diese Mikrotubuli, das ist die größte Klasse von Strukturproteinen im Inneren so einer Nervenzelle. Die sind etwa 20 Nanometer entlang und die finden wir entlang des ganzen Neurons und die bilden hier so eine grobe Struktur, ein grobes Skelett für unsere Nervenzelle. Als zweite Klasse, der nächste Schritt kleiner, sind die sogenannten Intermediärfilamente oder auch Neurofilamente genannt. Die sind eben so etwa 10 Nanometer groß. Die finden wir nicht nur in Nervenzellen, sondern in allen Körperzellen. Und die bestehen aus sogar unterschiedlich zusammengesetzten Untereinheiten, sind aber auch im Grunde so eine lange Struktur. Und zu guter Letzt haben wir die sogenannten Mikrofilamente. Die sind eben noch 5 Nanometer groß. Die bilden vor allem hier die Verbindungen zur Zellmembran. Und hier ganz wichtig finden wir den Zusammenschluss auch von Aktin. Dieses Aktin, das ist wiederum ein Protein, das ist ganz, ganz wichtig für alle Bewegungsprozesse im Inneren der Zelle. Da werden wir auch beispielsweise noch darauf zu sprechen kommen, wenn wir uns über die Körperbewegung, also die Muskulatur unterhalten und wie genau eigentlich so Muskelzellen funktionieren. Da ist beispielsweise dieses Aktin, spielt eine ganz große Rolle. Dieses Zytoskelett bietet also einer Nervenzelle ihre Struktur und dieses Zytoskelett ist auch beteiligt an ganz vielen degenerativen Erkrankungen in unserem Nervensystem. Beispielsweise die Alzheimer-Demenz, da spielen Verklumpungen, Verknotungen von diesem Zytoskelett eine ganz wichtige Rolle. Hier kommt es also zu Verklumpungen an diesem Zytoskelett, was dann dazu führt, dass Nervenzellen hier absterben, was dann diesen degenerativen Prozess bei der Alzheimer-Demenz darstellen. Dieses Zytoskelett ist aber auch ganz wichtig für den Stofftransport durch die Nervenzellen. Wir hatten ja gerade eben kennengelernt im Golgi-Apparat, da werden Vesikel gebildet, also quasi kleine Bläschen gebildet, in denen wir unsere Neurotransmitter vorliegen haben. Und diese Neurotransmitter, die in diesen Vesikeln, die müssen jetzt irgendwie durch die Zelle transportiert werden. Und an diesem Transportprozess durch die Zelle, da sind eben hier diese Neurofilamente ganz wichtig. Wir sehen hier auf der Abbildung eine Nervenzelle und entlang dieser Nervenzelle, da haben wir am unteren Ende der Nervenzelle, haben wir unser Axon, also die Ausgangsstruktur unserer Nervenzelle und durch dieses Axon werden die Vesikel transportiert. Und da haben wir eben tatsächlich einen Bewegungsprozess. Hier haben wir das sogenannte Kinesin-Protein. Und dieses Kinesin-Protein, das zieht die Vesikel entlang dieser Aktinfäden, Mikrotubuli entlang des Axons. Dieses Kinesin-Protein bewegt sich also entlang der Mikrotubuli, um ganz bestimmte Stoffe, beispielsweise Vesikel, durch die Zelle zu transportieren. Und eben diese Strukturveränderung an diesem Kinesin-Protein, das dann hier unser Mikrotubuli entlangläuft, das wiederum erfolgt unter Steuerung von unserem Adenosintriphosphat, dem ATP. Und jetzt sind wir schon bei
der Ausgangsstruktur aus unserer Nervenzelle, nämlich dem sogenannten Axon. An unserem Zellkörper dran, da hängt das Axon, die Ausgangsstruktur, über die wir Informationen aus so einer Nervenzelle heraustransportieren. Diese Axone, die können sehr, sehr kurz sein, wenige Millimeter oder noch kürzer, bis zu einem Meter Länge. Beispielsweise, wenn wir unsere Motorneurone in unseren Beinen und Armen betrachten, also mein Arm beispielsweise ist so etwa einen Meter lang, da entspringt ein motorisches Neuron an den Ganglien der Wirbel, des Rückenmarkes, und dann zieht hier ein Neuron die gesamte Länge meines Armes entlang, ist also durchaus einen Meter oder noch länger lang. Diese Axone, die sind unterschiedlich dick, und hier ist eine ganz wichtige Faustregel: je dicker so ein Axon ist, desto schneller ist die Übertragungsgeschwindigkeit. Wir haben ganz, ganz dünne Axone, da wird die Information sehr, sehr langsam transportiert. Und wir haben sehr, sehr dicke Axone, da wird die Information sehr schnell transportiert. In diesen Axonen, die sind ein bisschen anders aufgebaut als unsere normalen, als der Rest der Nervenzelle. Hier findet sich beispielsweise kein raues endoplasmatisches Retikulum. Hier werden also keine neuen Proteine synthetisiert. Genauso ist diese Axonmembran, die ist anders aufgebaut als die Zellmembran. Hier finden sich an der Axonmembran beispielsweise sehr viele spannungsabhängige Natrium- und ständig offene Kaliumkanäle. Und das ist ein Zusammenspiel von Natrium und Kalium. Das ist dann relevant für die Informationsübertragung entlang des Axons, nämlich dem Aktionspotenzial. Am Ende von diesem Axon, da finden wir den sogenannten Axonterminal. Und in diesem Axonterminal, da finden wir dann Vesikel und wiederum Mitochondrien. Also da liegen dann tatsächlich unsere Übertragungsstoffe, die Neurotransmitter, vor und auch Mitochondrien. Denn das Freisetzen von diesen Neurotransmittern aus den Vesikeln, aus dem Axon hinaus, das ist sehr energieaufwendig. Ganz grob die Struktur von so einem Axon. Besteht aus dem Axonhügel, das ist die Bindung zwischen Zellkörper und Axon. Da wird zum ersten Mal das sogenannte Aktionspotenzial generiert. Dann haben wir das Axon, das sich auch in sogenannte Kollateralen aufspalten kann. Und am Ende haben wir das Axonterminal mit den Verdickungen, den Moutons. Das sind also quasi das Axonterminal kann so auffächern in so kleine Verdickungen am Ende, die dann die Bindungsstelle an den Synapsen darstellen. Schauen wir uns nochmal genau an, wie so ein Axon im Schnitt ausschaut. Da sehen Sie dann schon hier diese Struktur, dieses Zytoskelett im Axon, also diese Mikrotubuli im Axon können Sie ja tatsächlich in so einem mikroskopischen Schnitt erkennen, entlang derer dann diese Stoffe durch das Axon hindurch transportiert werden. Mit M hier in dieser Folie gekennzeichnet, um das Axon drumherum, ist die sogenannte Myelinisierung, diese Isolationsschicht um das Axon drumherum. Schauen wir uns das Ende von diesem Axon nochmal genauer an, das sogenannte Axonterminal, also diese ganzen Strukturproteine, die enden kurz vor diesem Axonterminal. Diese Vesikel, die im Zellkörper gebildet werden, wandern also, werden durch das Axon hindurch transportiert und landen dann am Axon. Terminal werden dann hier in dem Axonterminal gespeichert. Und diese Vesikel liegen dann hier also vor. Genauso haben wir hier sehr viele sehr viele Mitochondrien, denn dieses Freilassen der Neurotransmitter aus dem Axonterminal ist sehr energieaufwendig. Und wir haben hier ganz spezialisierte Proteine, die Bindung von den Vesikeln mit der Zellmembran realisieren. Diese Axonterminale sind die eine Seite unserer chemischen Übertragungsstellen in unserem Nervensystem, den sogenannten Synapsen. Diese Synapsen bestehen immer aus zwei Teilen. Wir haben einmal unsere Präsynapse, also wo die Information aus dem Zellkern der vorherigen Zelle ankommt, läuft die Information des Axon entlang, kommt dann am Axonterminal an. Das ist die Präsynapse. Und auf der anderen Seite haben wir die Postsynapse, das ist dann die Bindungsstelle am Dendrit der nächsten Nervenzelle.
Diese Synapsen sind die Stelle der chemischen Übertragung von Informationen in unserem Nervensystem. Informationen in unserem Nervensystem können wir auf zwei Arten kodieren. Einmal in elektrischer Aktivität. Das ist beispielsweise das sogenannte Aktionspotential, also eine Veränderung am Membranpotential, das dann Informationen entlang des Axons weiterleitet. Wenn diese Veränderung am Membranpotential dann am Ende von unserem Axon ankommt, dann führt diese Veränderung des Membranpotentials dazu, dass hier Neurotransmitter ausgeschüttet werden. Hier wird also die elektrische Information des Aktionspotentials übersetzt in eine chemische Information der Neurotransmitter. Diese Membranpotentialveränderung führt dazu, dass hier die Vesikel mit der Zellmembran fusionieren. Das heißt, diese Vesikel gehen auf und diese Neurotransmitter werden dann in den synaptischen Spalt entlassen. Diese Neurotransmitter, hier beispielsweise das Glutamat, unser erregender Neurotransmitter, bindet dann an der Unterseite der Synapse, also am Empfängerende der Synapse, an Rezeptoren. Und Rezeptoren, das hatte ich schon eingangs gesagt, das sind eben wiederum Proteine, die eine ganz bestimmte Struktur haben. Hier haben wir das sogenannte Schlüssel-Schloss-Prinzip, dass hier die Struktur der Proteine und die Struktur der Neurotransmitter aufeinander passen und dann eine ganz bestimmte Signalkaskade, ein ganz bestimmtes Signal auslösen. Beispielsweise führt so eine Bindung von einem Neurotransmitter am Rezeptor dazu, dass ein Ionenkanal aufgeht und hier Ionen in die Zelle einströmen können. Und so wird eben Information dann weitergegeben. Und dieser Einstrom von Ionen in die Zelle führt dann wiederum zu einer Veränderung am Membranpotential der nächsten, der nachfolgenden Zelle, die dann eben wieder die Information als elektrisches Signal weitergibt. Die Empfängerseite dieser Information, das sind die sogenannten Dendriten. Die Dendriten, das ist quasi die Eingangsstruktur der Information an einer Zelle. Das sind so Ausstülpungen aus dem Zellkern, die können ganz unterschiedliche Formen haben, die können entweder kurz und verzweigt sein oder die können so ganz breit sein, aber die Funktion ist im Grunde immer die gleiche. Das sind die Bindungsstellen für die Axone. An diesen Dendriten finden wir sogenannte dendritische Spines, das sind so kleine Auswüchse, die im Grunde einfach nur die Oberfläche der Dendriten vergrößern, damit hier mehr Axone tatsächlich andocken. Schauen wir uns also mal ganz grob an, wie wir eigentlich unsere Neurone klassifizieren können. Diese Neurone, die haben im Grunde immer die gleiche Struktur. Wir haben eine Eingangsstruktur, das sind die Dendriten, wir haben einen Integrationskörper, den Zellkörper, und wir haben eine Ausgangsstruktur, die Axone. Und die Neurone unterscheiden sich jetzt in der Ausformung der Dendriten, in der Ausformung der Axonen, den Neurotransmittern, die verwendet werden. Schon mal ganz wichtig, pro Nervenzelle haben wir in der Regel nur eine Art von Neurotransmitter. Also wir können hier beispielsweise von glutamatergen Neuronen sprechen, Neuronen, die Glutamat als Übertragungsstoff haben. Oder GABAerge Nervenzellen, also Neuronen, die GABA, Gamma-Aminobuttersäure, als Übertragungsstoff. Und wir können diese Neurone klassifizieren anhand ihrer Aufgabe, also beispielsweise, ob hier Information aufgenommen werden soll, ob das sensorische Neurone sind, ob hier Information vermittelt werden soll, ob es also Interneurone sind, oder ob Information abgegeben werden soll, also ob es motorische Neurone sind. Und so können wir hier ganz unterschiedliche Klassen von Neuronen unterscheiden, also beispielsweise ein sensorisches Neuron, das die Eigenschaft hat, dass das Axon hier geteilt ist, aber trotzdem haben wir dann am Axon einen Dendriten, die Dendriten, die Informationen von unserer Umwelt aufnehmen, oder die Motorneurone, die eben die Besonderheit haben, dass sie nicht mit anderen Nervenzellen interagieren, sondern direkt mit unseren Muskeln interagieren, oder beispielsweise auch die neuroendokrinen Zellen, die hier die Neurotransmitter nicht an andere Nervenzellen abgeben, sondern beispielsweise an anderes Gewebe oder in den Blutkreislauf. Das sind so Zellen, die beispielsweise Hormone freilassen.
diese Nervenzellen, die können eben auch eine ganz unterschiedliche Struktur haben. Die haben wir beispielsweise sogenannte unipolare Zellen. Da haben wir das Axon und den Dendrit docken hier direkt aneinander. Es gibt bipolare Zellen, das sind beispielsweise in der Retina Zellen, die haben tatsächlich nur einen Eingang und einen Ausgang, quasi Information direkt 1:1 weitergeleitet. Oder wir haben sogenannte pseudo-unipolare Zellen, wie beispielsweise eben unsere sensorischen Zellen, wo sich das Axon einmal trennt. Und genauso sehen unsere Neurone eben je nach Funktion ganz unterschiedlich aus. Also haben wir beispielsweise in unserem Hippocampus die Pyramidenzellen, die sehr viel Information integrieren müssen und dann auch genauso viel Information wieder weitergeben müssen. Die haben einen sehr verzweigten Dendritenbaum, die sogenannten Apikaldendriten, die sie sehr weit auseinanderziehen. Und sie haben ein Axon, das sich dann in ganz viele Axonkollateralen teilt, denn diese Informationen müssen hier ganz viele Informationen aufnehmen und diese Informationen auch wieder sehr breit weitergeben. Andersrum haben wir beispielsweise in unserem Kleinhirn, das ist dieser Bereich hier hinten am Gehirn dran. Dieses Kleinhirn ist ganz wichtig für die Bewegungsfeinsteuerung und hier muss ganz viel Information integriert werden, aber eigentlich gar nicht viel Information rausgegeben werden. Und hier haben wir einen sehr, sehr verbreiteten Dendritenbaum, dessen sogenannte Purkinje-Zellen mit diesem sehr, sehr stark aufgefächerten Dendritenbaum und nur sehr kurzem Axon. Abgesehen von diesen Nervenzellen finden wir in unserem Nervensystem auch noch sogenannte Gliazellen. Diese Gliazellen, die haben die Aufgabe, unsere Nervenzellen zu unterstützen, mit Nährstoffen zu versorgen, zu schützen, Abfallprodukte abzubauen, Neurotransmitter oder Ionen zu speichern. Also ganz viele Versorgungsstrukturen. Wir hatten es vorhin beispielsweise, diese Giftstoffe, die müssen ja aus der Nervenzelle wieder entfernt werden und die werden dann beispielsweise aus der Nervenzelle in die Gliazellen überführt. Genauso muss ja beispielsweise Sauerstoff und müssen Fette und Zucker an die Nervenzelle hinkommen. Auch das wird durch die Gliazellen geleistet. Ganz grob haben wir 6 unterschiedliche Arten von Gliazellen in unserem Nervensystem. 4 davon im zentralen Nervensystem, Gehirn und Rückenmark. 2 davon in unserem peripheren Nervensystem, peripheres Nervensystem, der ganze Rest, der so den ganzen Rest des Körpers versorgt. Die erste Klasse, die wir uns hier anschauen wollen, sind die sogenannten Ependymzellen oder Ependymalzellen. Diese Zellen bilden unter anderem die Blut-Hirn-Schranke. Die Blut-Hirn-Schranke, das ist der Schutzmechanismus unseres zentralen Nervensystems von äußeren Einflüssen. Unser Gehirn wird zwar mit Blut versorgt, also wir haben hier aufsteigende Arterien, die können Sie natürlich bei sich selber auch fühlen, da wenn Sie hier die Finger an den Hals legen, da wo es so pulsiert, das sind diese aufsteigenden Arterien, die das Gehirn mit Blut versorgen. Aber trotzdem gibt es um diese Blutgefäße drumherum eine Schicht von diesen Ependymzellen, die dafür verantwortlich sind, die Nährstoffe aus dem Blut herauszuziehen und an das zentrale Nervensystem weiterzugeben, aber gleichzeitig alle Giftstoffe, alle Fremdstoffe abzubauen. Genauso finden wir diese Ependymzellen um die sogenannten Ventrikel drumherum. Diese Ventrikel, das sind flüssigkeitsgefüllte Hohlräume im Gehirn, die ganz wichtig sind, um Abfallprodukte und Abbauprodukte hier aus dem Gehirn herauszutransportieren. Also wiederum die Aufgabe von diesen Gliazellen ist es, die Abbauprodukte der Nervenzellen eben dann hier aus dem zentralen Nervensystem herauszutransportieren. Die zweite Klasse von Gliazellen, die eine ganz große Rolle spielt, sind die sogenannten Mikroglia. Diese Mikroglia, die sind ganz zentral für all diese Verbindungsstrukturen, Verbindungsprozesse an unseren Nervenzellen, also die Verbindung zwischen Dendriten und Axonen beispielsweise und auch ganz wichtig für den Abbau von Axonen. Also wenn Sie beispielsweise Ihren Arm amputieren, dann haben Sie eigentlich so ein Axon von der
motorischen oder sensorischen Nervenzelle, die dann einfach aufhört und dann quasi das Ende von dieser Nervenzelle und dass das abgebaut wird, das hier, da sind ganz stark daran beteiligt, diese Mikroglia. Aber die haben ja auch eine konstruktive Rolle, nämlich die konstruktive Rolle von diesen Mikroglia ist es, Synapsen zusammenzuführen, also Dendriten und Axone zusammenzufassen. Wir müssen ja also irgendwie Netzwerke bilden, also die Nervenzellen in unserem Körper, die sind ja getrennt, das wissen wir seit Santiago Ramón y Cajal, der hat ja hier postuliert, dass wir einzelne Einheiten haben und die müssen ja trotzdem irgendwie zueinander finden. Und dieses Zueinanderfinden, das erfolgt eben unter Zuhilfenahme der sogenannten Mikroglia. Wenn also ein Axon und ein Dendrit nebeneinander liegen, dann wächst aus dem Dendrit heraus ein Tastkörperchen, ein sogenanntes Phyllopodium. Und damit dieses Phyllopodium dann zum Axon hinfindet, sind eben diese Mikroglia ganz von ganz zentraler Rolle. Also wenn so ein Phyllopodium zu einem Axon hinwandert, wird es gesteuert durch die Mikroglia und dann bildet das Axon hier so eine Ausstülpung und dann findet sich eben hier, werden hier dann eben diese Rezeptoren und die Vesikel eingebaut in diese Bindungsstelle und hier kann es dann tatsächlich zu einer Informationsübertragung kommen. Und diesen Prozess des Findens von, des Zusammenfindens von Synapsen und Dendriten, das kann man tatsächlich auch visualisieren, wo man eben hier dann sehen kann, wie sich diese einzelnen Strukturen zusammenfinden. Zu guter Letzt haben wir noch zwei ganz wichtige Rollen der Neuroglia, der Gliazellen, nämlich den Schutz und die Stütze von Nervenzellen. Für den Schutz der Nervenzellen sind vor allem die sogenannte Myelinisierung wichtig. Das hatten wir schon vorhin kurz kennengelernt. Am Axon drumherum, diese Umhüllung des Myelin, und dieses Myelin wird bereitgestellt durch die sogenannten Oligodendrozyten. Diese Oligodendrozyten, die bilden Ausstülpungen und diese Ausstülpungen, die winden sich dann um die Axone drumherum, isolieren also das Axon von äußeren Störeinflüssen. Im peripheren Nervensystem haben die gleiche Rolle die sogenannten Schwann-Zellen. Diese Schwann-Zellen, der große Unterschied ist, dass ein Oligodendrozyt immer mehrere Axone umhüllt. Diese Schwann-Zellen, da haben wir an einem Axon mehrere von diesen Schwann-Zellen. Also ganz kleiner struktureller Unterschied. Aber die grobe Funktion ist die gleiche, nämlich die Isolation des Axons vor äußeren Einflüssen. Und das Wichtige hierbei ist auch, dass wir an diesen Lücken zwischen diesen Umhüllungen, da kommt es tatsächlich dann zu einem Ionenaustausch. Das heißt, das Aktionspotenzial, das ja unser Axon entlangläuft, das springt von Lücke zu Lücke. Diese Lücken nennt man Ranvier'sche Schnürringe. Also hier das Aktionspotenzial springt hier von Schnürring zu Schnürring. Und damit kann man die Informationsübertragung deutlich erhöhen. Also die wird deutlich schneller. Wir hatten ja vorhin kennengelernt, in dicken Axonen ist die Informationsübertragung schneller als in dünnen Axonen. Und genauso ist an myelinisierten Axonen die Informationsübertragung schneller als an nicht myelinisierten Axonen. Zu guter Letzt haben wir noch unsere Astrozyten und diese Astrozyten, die bilden ein Gerüst für unsere Nervenzellen. Die bilden also hier so eine äußere Struktur, wie Nervenzellen im Raum liegen. Die bilden beispielsweise auch die Verknüpfung zwischen Nervenzellen und unseren Blutgefäßen. Also bilden ja quasi so eine räumliche Struktur in unserem Nervensystem und sind ganz viel daran beteiligt, eben die Nährstoffe, die durch die Ependymalzellen aus den Blutgefäßen entnommen wurden, dann an die Nervenzellen weiterzugeben und genauso die Abbauprodukte, die Giftstoffe aus den Nervenzellen dann an die Ependymalzellen weiterzuleiten. Außerdem sind die Astrozyten ganz stark daran beteiligt, diese Neurotransmitter, die ich einmal in den synaptischen Spalt ausgeschüttet habe, wieder aufzunehmen und zu recyceln und an die Nervenzellen zurückzugeben. Hier sehen wir zu guter Letzt nochmal im Detail dieses Myelin, also wie diese Myelinisierung sich um die Axone drumherum wickelt.
wie also hier so ein Schutz um diese Axone drumherum bereitgestellt wird. Ganz wichtig, diese Myelinisierung, die bestimmt eben, wie schnell Informationen hier in einem Nervensystem übertragen werden können und ist auch für uns ein Anzeichen von Reifung eines Nervengewebes. Also beispielsweise bei kleinen Kindern, da haben wir noch keine Myelinisierung um die Nervenzellen drumherum. Da ist die Informationsübertragung also sehr ungenau, sehr störanfällig. Wenn wir entlang unserer Entwicklung, da werden immer größere Teile unseres Gehirns, da werden die Axone immer stärker myelinisiert. Die Informationsübertragung wird hier immer besser. Und dann zum Ende unserer Pubertät, so etwa mit Anfang, Mitte 20, dann ist tatsächlich auch unser ganzes Gehirn fertig entwickelt. Der letzte Bereich, der sich entwickelt, ist unser Frontallappen. Und dann kommt es auch tatsächlich hier, wird hier tatsächlich auch im Frontallappen die Informationsübertragung, Informationssteuerung verbessert. Und ganz wichtig, dieser Frontallappen, der hier vorne am Gehirn dran liegt, der ist beispielsweise wichtig für die Handlungskontrolle und intentionale Handlungssteuerung. Das ist der letzte Bereich, der in unserem zentralen Nervensystem myelinisiert wird, also der letzte Bereich, der hier fertig entwickelt wird. Das bedeutet, in ihrer Entwicklung, in ihrer Pubertät ist dieser Frontallappen, der ihre Handlungen steuert und Handlungen inhibiert, noch nicht vollständig ausgeprägt. Hier kann es also dazu kommen, dass Handlungen nicht korrekt gesteuert werden. Genauso finden wir beispielsweise bei neurodegenerativen Erkrankungen wie der Multiplen Sklerose ein Auflösen dieser Myelinisierung, was dann zu sensorischen und motorischen Einschränkungen führt. Damit sind wir am Ende der heutigen Sitzung. Sie hätten heute lernen sollen, wie unser Nervensystem aufgebaut ist. Also aus was ist so ein Neuron aufgebaut? Welche Organellen finde ich in einem solchen Neuron und welche Aufgabe haben diese ganzen Organellen? Dann haben wir uns angeschaut, wie können wir denn so ein Neuron strukturieren? Also was sind die wichtigen Bauteile, also Dendriten, Zellkörper und Axon an so einem Neuron? Wie sind Synapsen aufgebaut? Also woraus besteht so eine Synapse? Und zu guter Letzt, welche Aufgabe haben eigentlich Gliazellen? Was sind eigentlich Gliazellen? Wofür sind die besonders wichtig und welche Rolle spielen sie? Ich hoffe, das konnte ich Ihnen vermitteln. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns nächste Woche wieder.